Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen ein ganz besonderes Plugin für den Firefox vorstellen. Wir gehen in unserem geöffneten Firefox auf den Menüpunkt Extras, dann auf den Unterpunkt Add-ons. Hier unten Erweiterungen herunterladen anklicken, damit wir auf die Plugin-Seite von Mozilla kommen. So, und dann müssen wir entweder hier oben nach Grease Monkey suchen. Oder eben, wir können uns hier unten auf der Seite die beliebtesten Plugins anschauen. Denn da ist Grease Monkey immer mit dabei. Kriegen wir hier eine Art Hitliste. Adblock Plus sehen Sie hier oben als das beliebteste. Und da unten, und deswegen allerdings nicht minder beliebt, ist der Grease Monkey. So, klicken wir da mal drauf. So, haben wir hier die Version 0.7. Und um den Sinn des Grease Monkey Add-on besser erklären zu können, müssen wir uns erst einmal anschauen, wie die Plugins grundsätzlich funktionieren. Der Firefox lädt sich eine Seite aus dem Internet in den Arbeitsspeicher. Und zu diesem Zeitpunkt wird uns die Seite noch nicht angezeigt. Jetzt übergibt der Firefox diese HTML-Seite quasi den Plugins zum Bearbeiten, welche wiederum nach ihren Befehlen oder nach ihren Vorgaben, nach der Programmierung, die Seite leicht abändern. Können wir schön sehen am Beispiel von Linkification. Dieses Plugin verändert normal geschriebene Links oder URLs. Ich sage jetzt mal, jemand hat auf einer Webseite ganz normal in einem Forum geschrieben, auf www.irgendwas.de gibt es interessante Programme. So, er hat aber keinen Link draus gemacht. Dann geht dieses Plugin hin und verändert diese Seite für mich als quasi Leser dieser Seite, diesen HTML-Code so, dass der Firefox am Ende doch einen klickbaren Link anzeigt. Ein weiteres Beispiel für ein recht einfaches Plugin ist das Plugin Anti-Abzocker. Auch hier geht das Plugin hin, sucht den HTML-Code der Webseite ab, nach ganz bestimmten Mustern, dieses Anti-Abzocker-Plugin für diejenigen, die es noch nicht kennen. Es soll einfach davor warnen, wenn jemand eine Webseite besucht, die einem ein kostenpflichtiges Abo unterjubeln will oder abzocken will. Und dieses Plugin geht aber also einfach nur hin mit einer Art Suchfunktion, sucht es nach ganz bestimmten Textmustern und wenn es diese Muster findet, dann wirft es eine Warnung aus. Das ist natürlich nicht grundsätzlich bei allen Plugins so. Es gibt auch Plugins, zum Beispiel dieses Fisson hier. Das sorgt dafür, dass mein Laufbalken, wenn ich hier oben eine Webseite lade, dass da so ein blauer Laufbalken entsteht, so ein Progressbar, der mir anzeigt, ist die Webseite schon komplett geladen oder nicht. Hier wird kein HTML-Code verändert. Also bei diesem Plugin wird auch mittels JavaScript einfach nur die Oberfläche vom Firefox-Browser leicht verändert. Ja, es gibt also zweierlei Arten von Plugins, beziehungsweise Plugins, die zweierlei Arten von Eingriff vornehmen. So, bleiben wir aber jetzt bei den ganz einfachen Sachen. Wir durchsuchen eine Webseite und verändern sie, oder wie hier bei dem Anti-Abzocker, wir durchsuchen nur eine Webseite und werfen dann eine Warnung aus. NoScript macht auch nichts anderes. NoScript gibt uns die komplette Webseite ohne ein Skript, ein JavaScript-Befehl zurück. Und erst wenn wir sagen, ja, wir wollen in diesem Fall JavaScript doch aktivieren, kriegen wir die Webseite nochmal geladen und dann ist JavaScript eben drin. So, also, aber diese Arten von Funktionen sind relativ leicht zu erreichen. Und es gibt eine Armee von Programmierern, sage ich jetzt mal, die diese Programmiersprache, auf der diese Add-ons basieren, beherrschen. Denn diese Programmiersprache, die in diesen Plugins quasi drin ist, ist die JavaScript-Sprache. Eine recht einfache Sprache, die eben, sage ich jetzt mal, recht schnell zu Ergebnissen kommen lässt. Und da ist jetzt unser Grease Monkey im Spiel, denn der Grease Monkey stellt quasi eine Art Schale
für all diese JavaScripte zur Verfügung. Das heißt, wenn Sie JavaScript beherrschen, dann können Sie innerhalb von Sekunden ein Plugin erstellen. Und diese Plugins sind in der Regel so einfach, ich sage jetzt mal so einfach wie das hier von dem Linkification, wo einfach nur gesagt wird, suche und verändere. Oder eben hier oben der Anti-Abzocker, suche und gib eine Warnung raus. Das sind so einfache Befehle. Das ganze Skript besteht wahrscheinlich, oder das ganze Plugin besteht wahrscheinlich nur aus einer Befehlszeile. Und eigentlich ist es nicht sinnvoll, sage ich jetzt mal, aus jeder Befehlszeile ein eigenes Plugin zu machen. Und deswegen sind die Entwickler von GreaseMonkey hingegangen, haben gesagt, für die ganz einfachen Sachen, für die Sachen, die auf der einen Seite so einfach sind, dass es kein eigenes Skript dafür gibt, und auf der anderen Seite die so unwichtige Arbeiten erledigen, dass die meisten Leute auch sagen, ja, dafür will ich mir nicht wieder ein eigenes Plugin installieren, gibt es eben diese Schale, dieses Über-Plugin GreaseMonkey, das dann wiederum diese einzelnen Befehlszeilen für uns ausführt.